Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Backzauber. Heute backe ich für euch einmal Käsebrötchen. Die sind wirklich schnell und ganz einfach gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like hinterlasst, einen Kommentar oder auch gerne ein Abo. So, und jetzt geht's los. Die Zutaten, die wir dafür benötigen, sind einmal 400 Gramm Mehl, ein halber Würfel frische Hefe, wir brauchen einen Teelöffel Zucker, einen Teelöffel Salz, 100 ml lauwarme Milch, 120 ml lauwarmes Wasser, 40 Gramm Butter und 100 Gramm geriebenen Käse. Später für das Topping brauchen wir nochmal ein Eigelb, nochmal einen Teelöffel Milch und auch nochmal 100 Gramm geriebenen Käse. Das stellen wir aber jetzt erstmal weg, das kommt später erst dran. Zuerst geben wir den Zucker in die lauwarme Milch. Bröseln die Hefe hinein und lösen das Ganze in der Milch auf. Jetzt geben wir das Mehl schon mal in die Rührschüssel hinein. Machen eine Mulde in das Mehl und gießen dann da die Hefemilch hinein. Dann bestäuben wir die Hefemilch mit ein bisschen Mehl von den Seiten. Decken das Ganze zu und lassen das dann circa 15 Minuten erstmal in Ruhe gehen. So, der Vorteig ist jetzt ganz gut angegangen und jetzt stellen wir das Ganze in die Maschine rein, geben die restlichen Zutaten hinzu, also das lauwarme Wasser, das Salz und den Käse. Die Butter noch nicht, die tun wir ganz zum Schluss rein. Jetzt rühren wir das erstmal an. Und jetzt geben wir zum Schluss die weiche Butter noch hinzu und lassen das Ganze dann jetzt ordentlich kneten. So, die Maschine hat jetzt ca. 10 Minuten geknetet. Und ihr seht, dass der Teig sich vollkommen vom Rand gelöst hat. Jetzt vermischen wir das nochmal eben kurz mit den Händen. Und haben jetzt einen schönen elastischen Teig. Den formen wir zu einer Kugel. Und lassen ihn dann abgedeckt auch nochmal circa 50 Minuten gehen. Der Teig ist jetzt schön aufgegangen, der ist also wirklich doppelt so groß geworden. Das ist schön. So, dann nehmen wir den aus der Schüssel raus, beziehungsweise erst ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Dann den Teig aus der Schüssel. Und noch einmal durchkneten. So, dann forme ich mir den zu einer Rolle. Und teile mir den in 10 Stücke. Thank you.
Dann nehmen wir ein Backblech. Da habe ich schon ein Backpapier drauf getan. Ich mache immer ein paar Tropfen Wasser auf das Backblech, lege dann das Backpapier drauf, weil dann hält das wirklich schön fest und verrutscht nicht. So, und jetzt formen wir diese einzelnen Stücke nochmal aus. So Kugeln rollen. Und etwas glatt drücken. Wenn ihr größere Brötchen haben möchtet, dann macht ihr natürlich einfach eine geringere Stückzahl. So, und dann noch ein bisschen Platz für den 10. Dann decken wir das Ganze nochmal ab und lassen es nochmal ca. 15 Minuten ruhen. Die Brötchen sind jetzt auch nochmal schön aufgegangen. Jetzt vermischen wir das Eigelb mit der Milch. Und bestreichen die Brötchen damit. Dazu nehme ich so einen Silikonpinsel. Die sehen ein bisschen uneben aus, aber der Grund ist der, wir haben ja auch geriebenen Käse in dem Teig. Das ist nicht weiter schlimm. So, und jetzt bestreuen wir die Brötchen auch nochmal mit dem Käse, den wir hier noch haben. Man kann auch Scheibenkäse nehmen, das ist egal, wie euch das lieber ist. Den Backofen hatte ich auch schon vorgeheizt, der hat jetzt 180 Grad erreicht. So, und dann schieben wir die Brötchen jetzt in den Backofen und lassen sie 15 Minuten backen. Die Brötchen sind jetzt fertig, nachdem ich sie 15 Minuten habe backen lassen. Da müsst ihr schauen, ob ihr die vielleicht ein bisschen heller mögt oder etwas dunkler. Dementsprechend kürzer oder länger drin lassen. Für mich ist die Farbe so wunderbar, so mögen wir sie gerne. Und so hat man immer schnell mal ein paar frische Käsebrötchen fürs Abendbrot oder als Snack zwischendurch gebacken. Und die kommen wirklich immer gut an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr die Brötchen nachbackt, könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar unten reinsetzen, wie sie geworden sind, ob sie euch geschmeckt haben. Da würde ich mich sehr freuen über eine Rückmeldung. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.